Der wird doch hier nicht, der wird da nicht landen und sagen, so Freunde, der heißt jetzt nicht mehr Garad, heißt jetzt Dämonenstadt. Der wird hier alles vernichten, sich auf die Trümmer mit seiner fetten Festung setzen und dann seine Stadt erbauen oder wie auch immer er das machen möchte. Nein, ich glaube tatsächlich, er wird sich einfach dorthin setzen, die Stadt übernehmen und umbenennen und dann Was meint? anfangen, sie Aber umzubauen. ihr habt doch gehört, dass uns gesagt wurde, dass das Magnum Opus nie für Werheim gedacht war. Das habt ihr doch auch mitbekommen. Das wurde uns doch gesagt. Es ist aus Versehen ausgelöst worden. Es sollte in Gareth stattfinden. Ein Ich denke Magnum nicht, dass Opus. es aus Versehen ausgelöst wurde. Vielleicht war es nicht geplant, es schon in Werheim zu verwenden. Ja, aber die Festung überlebt eigentlich nur ein Magnum Opus. Glaubt ihr, er würde es dann verwenden, wenn er. Natürlich würde er es dann nicht verwenden. Der Mann weiß das. Der Mann ist verrückt, aber verdammt paranoid. Der Was wird seine schlagt ihr Festung also besser vor? kennen als jeder andere. Was schlagt ihr also vor, nicht zu tun? Nein, was ich vorschlage ist, wir müssen uns darauf konzentrieren, die Stadt zu verteidigen und das Magnum Opus aufzuhalten. Wir Ja, brauchen keine und Pläne meine für. Meinung dazu ist ganz klar, wir sollten diejenigen, die uns nur stören, dabei aus dem Weg schaffen. Ja, aber ich glaube nicht, dass wir das können, ohne dass wir hier eine Massenpanik lostreten, bei der Millionen ist Besser, wir übertrieben. brechen jetzt eine Massenpanik los und haben ein freies Schlachtfeld, als dass wir die Massenpanik haben, während wir versuchen zu kämpfen. Ja gut, da mögt ihr nicht Unrecht haben. Ich befürchte nur, dass die sich hier alle tottrampeln werden. Das wird ein Natürlich werden sie einziges das. Plünderfest, sobald klar wird. Also nichts gegen Gareth, aber hier sind so verdammt viele Verbrecher, die werden sich hier gegenseitig tottrampeln, ausrauben, plündern. In dieser Umgebung werden wir keine Armee ausheben können. Da wird sich niemand bereit erklären, diese Stadt noch zu verteidigen. Wenn die Bürger sich gerade gegenseitig auf der Straße tottrampeln. Die werden alle in ihren Häusern sitzen, mit ihren Knüppeln in der Hand und die eigene Familie vor Plünderern, vor Dieben, vor Mördern, Vergewaltigern schützen wollen. Und deswegen wird doch gerade, glaube ich, diese Geschichte der neuen Märtyrer Ja, erzählt. richtig. Aber deswegen ist ja, wenn wir jetzt aber mit anfangen, hier zu evakuieren, wir können maximal dann evakuieren, wenn diese Armee steht. Weil danach werden wir sie nicht mehr ausheben können. Wenn wir jetzt anfangen, hier die Leute umzuschichten, danach werden wir hier nichts mehr ausheben können. Wir werden doch niemanden wiederfinden. Wir müssen erst die Armee haben und dann können wir die Leute evakuieren. Dann habt ihr recht, dann ist das eine gute Idee. Aber erst müssen die Männer hier sein, die Frauen, die zu Waffen stehen. Rafim, warum denkt ihr, dass wir es nicht so herum machen wollten? Weil ihr sagtet, ihr wolltet die evakuieren. Und wenn ihr, so wie ihr das gesagt habt, wolltet ihr so viele wie möglich evakuieren. Und wenn ihr so viele wie möglich evakuieren wollt, dann wollt ihr das wohl jetzt tun. Dieser Logik kann ich nicht ganz folgen. Ihr wollt eine Millionenstadt evakuieren. Ich ging davon aus, dass ihr damit so bald wie möglich anfangen wollt. Sicher, sobald es in die Wege geleitet wurde. Aber wir müssen ja auch erstmal organisieren, wo diese Menschen hinkommen können. Und Das wie wollen war. wir Kommt in beides miteinander 2 Tagen verbinden? oder nicht. Wie lange dauert das noch, bis die Festung hier ist? Das wissen wir nicht genau. Wir schätzen 2 Tage. Wir schätzen 2 Tage. Wir müssen in 2 Tagen eine Armee ausheben und ihr wollt noch Leute evakuieren. Wir wollen es gleichzeitig tun. Wir wollen die Leute Ja, ausheben und genau dann das ist ihre doch mein Leute Punkt. davon fortbringen. Wir müssen erst die Armee haben und dann evakuieren. Die Zeit haben wir nicht. Richtig. Das Also sag müssen ich doch die ganze wir es Zeit. parallel machen. Wenn wir die Zeit nicht haben, müssen wir es parallel machen. Genau, wir Genau, wollen wir die müssen Leute ausheben Prioritäten mit dem setzen. Versprechen, dass sie verteidigen und ihre Familien kommen in Sicherheit. Damit wollen wir sie doch locken, die Ja, aber Bürgerabwehr. wir werden niemanden locken können, wenn die sich tottrampeln. Und das werden die, wenn die raus. Wenn wir denen anbieten. Wenn wir anfangen, Leute zu evakuieren, wird das so wirken. Ich sage, es wird so wirken, als würden wir die Stadt aufgeben. Vor allen Dingen, wenn wir damit beginnen, in den reichen Bezirken zuerst zu evakuieren, die in der Stadtmitte liegen. Dann werden die armen Leute denken, dass die reichen Schweine sich zurückziehen und sie sterben lassen. Und dann werden die sauer sein. Und dann werden die plündern, rauben und morden. Es hat niemals jemand davon geredet, dass wir in den reichen Gebieten anfangen, oder? Ihr wollt nicht den Stadtkern evakuieren, aber wollt ihr mich verarschen?
Es hieß ihr wollt das Schlossviertel evakuieren. Ihr wollt die Weststadt evakuieren. Da sitzen doch die reichen Leute. Ihr wollt den Heldenberg evakuieren. Es geht um das Villenviertel. Das ist sogar außerhalb der Stadt. Ihr wollt das Villenviertel evakuieren. Die werden uns aufs Dach springen. Das Villenviertel muss nicht evakuiert werden. Die Häuser dort sind so weit auseinander. Die Familien sind so reich und haben so viele Ressourcen. Wenn wir denen sagen, ihr seid in der Schusslinie, können die sich selber evakuieren. Aber in der Weststadt sicher, aber da das müssen ist doch wir das Problem. Ansetzen. Seht ihr das denn nicht? Wenn die merken, wenn Wallgraben merkt, das Villenviertel wird evakuiert und uns sagt man, wir sollen Gareth halten, wissen die, was sie uns sagen werden? Ihr blöden Hurensöhne habt nichts für uns getan. Wir dürfen hier nicht mal für unseren Job arbeiten. Wir müssen hier in Armut leben und die Reichen verpissen sich. Und dann wollt ihr noch irgendein Einzelnen von denen sagen, dass sie für Gareth sterben sollen? Die werden uns lynchen, werden die uns. Wenn die rauskriegen, dass wir die Evakuierungsbemühungen, ihr habt ja recht, die Mitte der Stadt zu evakuieren, macht Sinn. Aber so wird es nicht wirken. Es wird so wirken, als würden wir die Reichen, die Gelehrten, die Geweihten, die Wichtigen der Stadt werden evakuiert. Und was ist mit Wallgraben, mit Badeweg, mit Meilersgrund? Die werden denken, wir haben sie vergessen. Wir werden sie sterben lassen. Wir opfern sie, damit die Reichen weggehen können. Und dann und die bessere Alternative finden. Ist es, die ganzen Leute dort potenziell sterben zu lassen? Ja. Weil wenn wir keine Armee ausheben können, weil die uns hier plündern und Mord durch die Stadt rennen, dann wird hier keine Stadt mehr sein. Ja, die Leute im Villenviertel werden sterben. Ja, das wird passieren. Ja, das ist nicht gut. Aber wenn wir keine Armee haben, um Gareth zu halten, wird ganz Gareth sterben. Das wenn wir es keine Schlacht. Nicht evakuieren, dann wird dieses Plündern, dieses Rauben, von dem du sprichst, während der Schlacht anfangen. Dann wird noch mehr Leute Panik bekommen, noch mehr Leute Aufstände führen. Wieso? Es werden sich Leute wieso dem denn, Feind wieso soll das anschließen. Dann werden? Sie werden uns in den Rücken stechen. Warum? Also, mir geht es doch nur darum, dass unsere Armee steht. Danach können wir das hier evakuieren, wie ihr das wollt. Aber wenn unsere Armee vorher nicht dafür steht... Dafür haben wir keine Zeit. Wir haben zwei Tage. Wir brauchen dringender die Armee ausheben und dann evakuieren. Dafür haben wir keine Zeit. Wir brauchen dringender die Armee, als dass wir die Leute evakuieren müssen. Gut, morgen laufen die Rufer umher, morgen beginnt die Rekrutierung. Dann sollte und doch noch genug Zeit... Rekrutierung wird auch im Wallgraben, in Badeweg, in Meilersgrund und Eschenrod stattfinden. Ja, was? Die Leute werden genauso davon informiert, dass nicht ihre Stadtteile angegriffen werden. Ihr wollt den Leuten sagen, wo die Festung herkommt? Seid ihr bescheuert? Das würde ich tatsächlich nicht tun. Die Leute werden ohne Zweifel wissen, wohin wir die Truppen ziehen werden. Ja, am Morgen, wo die Festung kommt. Ihr sagt doch bitte nicht den Leuten in Badeweg, dass sie in Sicherheit sind und nicht kämpfen brauchen. Seid ihr denn wahnsinnig? Wie wäre es mit einer Kompromisslösung? Jedes Schloss, jedes Viertel organisiert seinen eigenen Schutz. Die Truppen werden nicht auf den Mauern postiert, sondern in den Straßen. Jeder verteidigt seine eigene Straße, seinen eigenen Häuserblock. Für Badeweg sehr gut. Für Wallgraben ist das sehr gut. Für das Schlossviertel, für Sonnengrund bedeutet das, dass wir sie opfern. Das ist es ja genau, was wir verhindern wollten, dass jeder nur sich um sein eigenes Häuschen kümmert. Wir verkünden, dass Gareth angegriffen wird. Wir verkünden, dass Sonnengrund, Eschenrod, Meilersgrund, Badeweg, Wallgraben, das Villenviertel und St. Prionor angegriffen wird. Wir verkünden, dass die ganze Stadt angegriffen wird. Wir verkünden doch nicht, dass der nur das Villenviertel platt machen möchte. Und dann haben wir nicht nur in den Gebieten, die angegriffen werden, Panik, sondern in der gesamten Stadt Panik. Ja, aber wenn das wir, hilft wenn uns wir, weh. Wenn wir sagen, wollen eine Armee hier ausheben. Ihr wollt Männer und Frauen finden, die maximal eine Ausbildung als Miliz haben und sie gegen Dämonen schicken. Wie wollt ihr die denn sonst motivieren, außer mit der Verteidigung ihrer Häuser und ihrer Familien? Also ich denke auch, wenn wir den Leuten sagen, dass wir das Villenviertel geht zur Hauptverteidigung, dann haben wir das ganze große Problem, dass Arm gegen Reich wieder sieht, dass das Arm gegen Reich sozusagen, dass dann haben wir diesen Blick von unten nach oben, von oben nach unten und dann werden die Leute wieder sagen, ja warum denn, die tun ja auch nichts für mich. Und ja, selbstverständlich. Viele Arme, die in diesen Regionen leben, verstehen nicht genau, wie dieses Prinzip funktioniert, dass die Travierkirche auch ganz, ganz stark von
von der oberen Gesellschaft, die Geld hat, Geld in die Travierkirche pumpt und dass die Travierkirche wieder das Geld zu essen macht in den Armenvierteln. Das Prinzip ist vielen Armen nicht bekannt und das verstehen sie nicht. Wir müssen verkünden, dass Gareth und alle Bereiche angegriffen werden. Wir müssen so viele Soldaten zusammenziehen, so viele Frauen, Männer. Und wenn es dazu kommen soll, vielleicht sogar junge Kinder, obwohl ich das nicht hoffen möge, dass sich genug freiwillige Männer und Frauen finden. Und dafür müssen wir verkünden, dass jeder Bereich in Gefahr ist. Genau, wir können auch gerne verkünden, dass der Feind von Norden her anrückt. Das heißt ja nur, dass er von da kommt. Von irgendwoher muss ja ein Feind immer kommen. Mit einer fliegenden Festung rechnet ja keiner hier, egal ob arm oder reich. Wir müssen so viele Männer und Frauen rekrutieren, wie wir können. Und wenn das so gut läuft, dass hier irgendwie auch nur der Glaube besteht, dass jetzt Zeit ist zu evakuieren, dann können wir das gerne noch tun. Aber wir müssen Prioritäten setzen. Und die Priorität ist, die Schlacht zu gewinnen. Die Priorität ist, das Magnum Opus aufzuhalten. Die Priorität ist nicht, arme Kinder und Kranke zu retten. Das wäre schön, wenn wir dafür die Zeit hätten. Haben wir aber nicht. Wir müssen in dieser Schlacht mit Opfern leben, die wir eigentlich nicht bereit sein sollten zu opfern. Es werden Kinder sterben. Und ja, es werden vermutlich mehr Kinder sterben, weil wir keine Evakuierung ansagen. Aber wenn wir das tun, werden wir die Schlacht verlieren. Es ist nur diese Option haben wir. Es wird Chaos geben, es wird Desertierung geben, es wird... Alles wird es geben. Es wird, Unsere Leute werden sich gegen uns wenden. Ja, natürlich. Das, genau das wird passieren. Und ein Großteil der Miliz wird sich Galotta anschließen. Das kommt darauf an, dass wir kommunizieren. Die Evakuierung, Herr Carino. Die Begründung ist jetzt also, weil wir nicht evakuieren, wird sich die Miliz gegen uns wenden und wenn wir evakuieren, wird das nicht passieren. Ist das die richtige Aussage? Und wenn wir sie dort lassen, wo sie sind und tatsächlich die Stadtteile angegriffen werden, dann werden sich die Leute, die wir dort her rekrutiert haben, sofort gegen uns wenden. Nein! Wenn eure Villa von Dämonen angegriffen wird, rennt ihr ja auch nicht zum Dämonenanbeter und sagt, oh, lasst mich euch anschließen. Dann rennt ihr auf den nächstbesten Dämonen, zu den ihr seht, und versucht dem ordentlich in die Fresse zu treten. Wir wollen Blut. Wir haben schon erlebt, wie der Feind geschickt darin ist, uns in die Irre zu führen, unseren Leuten, unseren Verbündeten Sachen einzuflüstern, um sie auf den falschen Weg zu führen. Ja, natürlich. Aber... eure Argumentation macht keinen Sinn. Es wird Desertierungen geben, ja. Es wird Männer und Frauen geben, die sich aus ihrer Einheit lösen, um ihre Heimat zu verteidigen, ja. Aber das können wir nicht verhindern. Das sind Milizen, keine Elite-Soldaten. Ich weiß nicht, mit was für eine Vorstellung ihr in diese Schlacht geht. Das wird ein absolutes, furchtbares Chaos. Ja, ich sehe das genauso, denn... Natürlich wird es das, aber das habe ich niemals beneint. Dennoch sehe ich jetzt als sinnvoll, so viele Leute wie möglich aus dem Weg zu schaffen, weil sollten untote Heere aus dem Norden, aus dem Süden, aus dem Osten, aus dem Westen anrücken, nun, die Leute werden nicht einfach in ihren Häusern bleiben und abwarten, bis es vorbeizieht. Sie werden versuchen zu fliehen. Und nun, wo ist der sicherste Ort? Die Stadtmitte. Okay, vielleicht sollten wir einfach mal... Gibt es denn irgendwelche Leute, die schon mal so Kriege miterlebt haben, wo Gareth irgendwie im Krieg stand oder so? Ich weiß ja nicht, wie die Geschichte der Stadt genau ist. Wo man schon mal so fragen kann, wie ist das denn damals bei diesen neuen Märtyrern gelaufen? Warum hat sich dort die Stadt nicht irgendwie so gegen alles gewendet? Wie hat man das dort gemacht? Vielleicht sollten wir diesen geschichtlichen Teil nochmal ausgraben, wie das dort gemacht wurde und... warum sich dort dann nicht einfach alles gegen alle gewendet hat. Denn da muss es ja ungefähr genauso gewesen sein, wenn sich da die Stadt mobilisiert hat. Da hieß es ja auch bei den neuen Märtyrern, dass sich die gesamte Stadt mobilisiert hat und gegen diese Hela Horas gekämpft hat. Das ist richtig. Wir müssen diesen Patriotismus müssen wir erwecken. Und den müssen wir nicht nur in der Stadtmitte erwecken, den müssen wir überall erwecken. Wir müssen in Wallgraben, Badeweg, Meilersgrund, Eschenrod, Sonnengrund ein Gefühl geben, dass sie wahre Garreta sind. Weil das glauben sie momentan nicht. Zumindest habe ich nicht das Gefühl.
Ja, in Walgraben kann ich bestätigen, dass die Leute nicht das Gefühl haben, dass sie Garita sind, sondern dass sie nur Bürger zweiter Klasse sind, die am liebsten abgeschoben werden sollen. Also, und Kiaras, was ihr sagt ist, wenn wir evakuieren und wir evakuieren Alte, Kranke und Kinder und der Feind kommt und diese Leute versuchen uns zu erstürmen, wie er sagt, sind das Alte, Kranke und Kinder. Und ja, ich mache mir mehr Sorgen nicht um die alten, kranken Kinder, sondern eher um die Gesunden, die für diese alten, kranken und Kinder kämpfen wollen. Die Einflüsse vom Feind bekommen. Die kämpfen wollen, die sind uns doch gerecht. Die wollen wir doch. Wir wollen ja, doch was ist denn diese Versprechungen eingeflüstert bekommen, dass wenn sie uns einen Keil ins Getriebe jagen, wenn sie unsere, wenn sie die Seile unserer Spurgräben durchtrennen, wenn sie uns einen Dolch in den Rücken rammen, dass ihre Familien, ihre Freunde sicher sind, nicht abgeschlachtet werden. Ja, aber... Ich denke schon, dass es für die Motivation der Menschen gut ist, gerade ihre Kinder in Sicherheit zu wissen, ihre Familie. Was ist, wenn die Dämonen Geisel nehmen, sie vor den Augen unserer Miliz foltern und abschlachten? Ja, also... Möglich. Ich weiß auch nicht, woher ihr die Idee hattet, dass wir kommunizieren wollen, dass das Villenviertel gerade evakuiert wird. Ich meine, wir gehen jetzt wir natürlich von... Wir kommunizieren das doch nicht, das sehen die. Die sind doch nicht behindert. Was meinst du, woher wollen die das? In dieser Stadt das spricht breiten sich Gerüchte noch schneller, als ihr laufen könnt. Deswegen wollen wir sie ja alle gleichzeitig beschäftigt halten. Wir wollen ja nicht mit einem Viertel anfangen und dann durchgehen. Ja, aber wenn... Wir priorisieren nicht die Reichen. Die Reichen werden von selbst abhauen. Es sind Reiche. Ich sagte doch bereits, wir müssen uns nicht hier um die Evakuierung des Villenviertels kümmern. Das ist ja jetzt auch, wie gesagt, das ist nur unsere Spekulation, welchen Weg Carlotta nehmen könnte, am wahrscheinlichsten. Das hindert uns ja nicht daran, so viele waffenfähige Leute wie möglich auszuheben und diese zu organisieren. Ich sage ja auch nur, dass wir erst unsere Armee organisieren und dann mit dieser Evakuierung von Kindern in Tempeln. Das ist eine gute Idee. Genau der gleichen Meinung bin ich auch. Da bin ich bei euch. Wir können gerne die Kinder der Leute einsammeln und die in der Stadtmitte in den Tempel packen. Das ist machbar. Das ist auch schon ein Riesenchaos, aber möglich. Aber Alte und Kranke auch noch zu evakuieren, wird ein Riesenchaos geben, das wir nicht mehr kontrollieren können. Aber wenn wir erst unsere Armee haben, wenn wir erst unsere Armee haben und wenn die auch nur zur Hälfte schon aufgebaut ist, können wir diese Stadt kontrollieren. Momentan können wir sie nicht kontrollieren mit den, was weiß ich, wie viel Stadtwachen wir haben. Lass es 2000 sein, wenn überhaupt. Nein, deutlich weniger. Wir haben sehr viel nach Wehrm abgeschoben worden. Hier sind noch einige Stadtwachen und eine ganze Menge Büttel. Aber eben, ja, es ist schon jetzt wahrscheinlich zu wenig, um eine Evakuierung durchzuziehen. Aber ich glaube, dass schon im Hintergrund hier die Ausbildung von Bütteln erfolgt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt hier die anderen Leute im Heldenrat sitzen, die jetzt sozusagen weit schauen können, hier das nicht vorausgeplant haben. Hier, also Hochkönig Albrax, Saldo, Foslarin, Belvin Störebrand. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute jetzt hier nicht hingegangen sind und gesagt haben, wir brauchen erstmal Leute, die Kontrolle ausüben können. Also sprich, wir brauchen mehr Wachen bzw. Büttel. Ich denke schon immer noch, dass wir das ziemlich zeitnah machen sollten. Um es ganz grob zu sagen, in die Viertel hineingehen, Leute rekrutieren und ihnen dann sagen, dass sie ihre Geliebten, ihre Lieben schützen sollen, ihre Kinder in die Tempel bringen sollen, ihre Schwachen in Sicherheit. Und diejenigen, die nicht mitmachen, sehen dann, dass viele von ihnen die Waffen ergriffen haben und werden sich dann entweder uns anschließen oder, nun, diejenigen können wir sowieso nicht überzeugen. Aber, also wirklich? Wir benutzen sie selbst als Miliz, als Bürger und Büttel. Wohin mit den Leuten? Also, wirklich? Wohin? Wohin? Also, mit den Kindern, da bin ich gerne bei euch. Wir können die Kinder der Stadt einsammeln und in Tempelhöhe unterbringen. Ja. Schwierig, aber machbar. Aber wisst ihr, wie viel Alte
und Kranke hier sind? Vor allen Dingen, da wir nicht verkünden, welche Bereiche sicher sind, wo evakuieren wir die hin? Was spricht denn dagegen, dass die sich auch den Tempeln anschließen? Weil wir so viel Platz haben wir nicht. Wart ihr mal in den Tempeln? Wir wollen sie ja nicht ewig dort unterbringen. So viele Leute können da nicht Mann an Mann stehen. Es gibt genug Gebäude, die wir requirieren können. Also, das wird nicht klappen. So viele Leute, wenn wir da alle Kinder reinbekommen, dann ist das sehr gut gelaufen. Und Alte und Kranke können nicht stehen. Die müssen liegen, sitzen. Die nehmen viel mehr Platz weg. Natürlich. Und was glaubst du, wie viele junge Männer lassen ihre alte Großmutter, ihren alten Großvater einfach zurück in ihren Häusern am Stadtrand, wenn sie wissen, dass ein Feind kommt und sie kämpfen ja, müssen? Ja, aber wo wollt ihr denn mit denen hin? Sagt mir doch bitte, wo ihr mit denen hin wollt. Wenn ich denke, ihr mir das sagt, sollten dass ihr wir irgendwo noch Platz habt für 200.000 oder wie viele auch immer es sind. Nachdem ihr alle Kinder Garets, ich wiederhole, alle Kinder Garets, in die Tempel gepackt haben und wir nicht verkünden, welche Stadtteile sicher sind. Wo wollt ihr dann mit denen hin? Ich denke, wir sollten es den Tempeln überlassen, zu sagen, wie viel Platz sie haben. Ihr habt bei die der Tempel Stadt doch schon gesehen. Also, bitte. Das sind doch keine Imanstadien. Das sind Tempel. Kennt ihr die ganzen Kellergewölbe der ganzen Tempel? Ich weiß nicht, was unter den ganzen Tempeln sein mag. Also es kann gut sein, dass die Pentagon-Tempel, habe ich gehört, sind irgendwelche verschlossenen geheimen Dinge. Außerdem, wie viele bettlägerige Leute wird es wirklich geben? Keine Hunderte von Tausenden. Komm ich auf diese Schätzung? Es wird auch keine Hunderte von Tausenden von Kindern geben. Also lasst mich schätzen, dass ich in einen Ingrim-Tempel 300 Personen bekomme. 300. Und wenn wir alle Tempel in der Stadt zusammenzählen, und ich sage mal, es sind 20, 25, 30 Tempel. 30, ich kenne nicht alle. Will ich nicht behaupten. Das wird trotzdem nicht mal für die Kinder reichen. Wir müssen uns verdammt nochmal priorisieren. Wir müssen so viele Leute, die wichtig sind, und die an den emotionalen Ballast, sage ich mal, hängt, evakuieren. Und das sind Kinder. Weil Kinder sind klein, Kinder sind handlich und Kinder sind zu kontrollieren. Das sind Alte und Kranke nicht. Das passt einfach nicht. Ich bin ja bei euch, dass das edle Ziel ist, aber das ist nicht machbar. Ihr lebt in einer Traumwelt. Wir müssen Traumwelt. Uns auch nicht komplett selber darum kümmern. Na, der Platz reicht nicht aus. Wir können sie auch nur außen schicken. Wir müssen sie nicht alle innen hineinbringen. Ja, aber wo wollt ihr denn damit hin? Sagt mir es doch bitte. Es gibt Dutzende von Dörfern außerhalb von Gareth. Nicht mal 2-3 Stunden Marsch entfernt. Das ist auf jeden Fall auch für Kinder machbar. Aber wenn wir doch jetzt, aber ich dachte, wir bringen die Kinder der Stadt in Sicherheit, innerhalb der Stadt, damit die Leute kämpfen. Wenn wir die Kinder außerhalb der Stadt in Sicherheit bringen, gehen die Leute noch mit ihren Kindern. Egal was wir tun, egal ob wir evakuieren oder nicht evakuieren, es reicht an allen Ecken und Enden nicht. Ich glaube, das sage ich ja. Ja, aber nein, es reicht an allen Ecken und Enden nicht. Es reicht nicht von der Zeit, dass wir genug evakuieren. Es reicht nicht von dem Platz her, dass wir hier innerhalb der Umgebung genug evakuieren. Es reicht nicht von den Nahrungsmitteln her, dass wir alle auf kleinere Dörfer überall ausweichen lassen. Das heißt, wir müssen alles gleichzeitig machen. Und es wird trotzdem an allen Ecken und Enden nicht reichen. Ich gebe euch ja absolut recht, aber wir müssen Prioritäten setzen. Genau. Wir müssen uns konzentrieren. Ich muss auch sagen, dass wir zwei verschiedene Aspekte uns anschauen sollten. Rafin, du sprichst den militärischen Aspekt ganz stark an. Du sagst, wir müssen sozusagen auf die zivilen Verluste sozusagen später schauen und erstmal nur sagen, nur Armee aufbauen. Vielleicht sogar noch den Leuten erklären, wie man von oben nach unten richtig zuhaut mit einem Knüppel, Axt, was auch immer, Schwert, was auch immer wir den Leuten geben können. Und dann sagen können, okay, das ist das Beste, was wir tun können. Oder aber, und dann schaut man Kiaras an, oder aber wir achten ganz, ganz stark auf das Seelenheil der Leute und auf die Menschen,
und versuchen, so viele wie möglich in Sicherheit zu bringen. Wir haben. Sind wir wirklich besser als der Feind, wenn wir unsere eigenen Leute willentlich opfern? Die Frage ist, können wir diese Schlacht gewinnen, wenn wir uns darauf konzentrieren, zu evakuieren? Und ich befürchte, dass wir jetzt schon aus einer furchtbaren Nachteilsposition handeln. Ja. Wir können uns keine eigenen Raffin, Schwächen erlauben. Raffin, das Problem ist doch, ihr habt doch beide recht. Ja, aber wir schaffen es keines von euren beiden Zielen. Selbst wenn wir das andere ignorieren würden, umzusetzen. Komplett? Nein. Genau. Nicht nur ansatzweise. Deswegen will ich beide erfüllen. Aber mein Punkt ist, wenn wir erfüllen nicht das Ziel, das Kiaras sich setzt, dann werden hier Tausende, vielleicht 100.000 Menschen sterben. Das gebe ich zu, da hat er recht. Aber wenn wir, sagen wir, mein Ziel nicht erfüllen und militärisch versagen, werden hier Millionen sterben. Ich sehe das durchaus auch militärisch. Ich sehe es durchaus auch als vorteilhaft, wenn wir zeigen, dass wir uns um jeden sorgen, nicht nur um diejenigen, die kämpfen können. Das wird die Moral unserer Truppen ums Unermessliche steigern. Ja, deswegen finde ich Isarons Idee ja auch gut. Das mit den Kindern, das ist super. Das kann man gut ausrufen. Das motiviert die Leute. Und man kann deutlich Kinder von Nicht-Kindern unterscheiden. Ja. Aber wir müssen uns auf das Militär konzentrieren, weil wir keins haben. Weil wir die Schlacht gewinnen müssen. Und wir können auch nicht uns damit zufrieden geben, dass wir die Festung vernichten. Danach muss der Drache noch fallen. Oder davor, besser gesagt. Eins ist ja auch egal. Das ist keine Schlacht, die wir machen können, wenn wir wollen. Wir sind hier verzweifelt am Ende. Wir müssen uns aufs Militär konzentrieren. Ja, ihr habt ja recht. Ihr habt ja recht, dass das edle Ziele sind. Aber edle Ziele retten uns nicht. Wir brauchen Soldaten. Wir brauchen Männer und Frauen unter Waffen. Das habe ich niemals beneint. Und genau das möchte ich auch. Ich möchte sogar noch mehr Männer und Waffen und Männer und Frauen unter Waffen, indem ich ihnen ein Ziel gebe, indem ich ihnen eine Belohnung dafür geben. Ja, das tun wir doch durch die Kinder. Genau. Ja, und auch diejenigen, die und diejenigen, die nicht kämpfen können, denen sagen wir, dass sie die Stadt verlassen sollen. Es bringt uns nichts, wenn wir einfach es totschweigen, wenn sie einfach zu Hause sitzen. Wir müssen es wenigstens versuchen. Wenn zum Beispiel die Kinder ihren gebrechlichen Verwandten helfen könnten, ist ja gut. Wenn nicht, bleiben die eben zu Hause. Wir müssen versuchen, jeden zu den Waffen zu holen, den wir können. Diejenigen, die es nicht tun, die kriegen wir auch nicht zu den Waffen. Ja, wir haben nicht unbegrenzt Mittel. Und das haben wir nicht. Wir haben auch nicht unbegrenzt Zeit. Aber mit Ausrufern können wir theoretisch alles ausrufen lassen. Und das würde sozusagen unsere Mittel nicht weiter beschränken. Genau, es wird uns nicht beschränken, wenn wir ihnen einfach sagen, ihr wollt uns nicht anschließen, eure Kinder sind sicher, geht. Aber der Punkt ist, diese Alten und Kranken, die ihr, sagen wir, in Dörfer schicken wollt. Gut, kein schlechter Vorschlag. Wie kommen die dahin? Das sind Alte und Kranke. Die können nicht mehr alleine sich bewegen. Sonst wären sie nicht Alte und Kranke. Alte und Kranke müssen von Leuten, die theoretisch kampffähig wären, dorthin gebracht werden. Ja, und diejenigen, die sie wegbringen, würden uns auch niemals helfen. Sie würden niemals ihre Geliebten aufgeben, egal was wir ihnen sagen. Sie werden nicht zu den Waffen greifen. Ja, richtig. Deswegen will ich ja diese Alten und Kranken weiter in der Stadt halten, um diese Leute zu motivieren, zu kämpfen. Ich erpresse die Leute mit ihren alten, kranken Großmüttern. Das ist mir klar. Sie werden nicht kämpfen. Sie werden ihre kranken, alten Großmütter nehmen und dann Wenn wir ihnen klar machen, dass wenn die Miliz fällt, die Stadt fällt. Dann werden sie immer noch fliehen. Ja, natürlich. Aber das ist jetzt Spekulation. Also wir dürfen auch nicht davon ausgehen, dass die Milizen, die wir jetzt ausheben, sich genauso verhalten werden wie Söldner oder Soldaten. Das werden sie nicht. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass die Miliz uns tatsächlich einen schlachtentscheidenden Vorteil bringt. Sie wird uns wahrscheinlich sehr viel Zeit verschaffen können und auch den einen oder anderen lokalen Brandherd löschen können.
aber wir dürfen nicht davon ausgehen, dass wir uns auf ihnen oder mit ihnen eine Schlacht gewinnen können. Mit wem wollt ihr sonst eine Schlacht gewinnen? Rafim, wenn ich es richtig verstehe, wenn diese Miliz sowieso nur irgendwie zu größten Teilen Zeitgewinn ist, dann ist Evakuieren der schlechteste Plan, den wir vorbringen können. Also, ich will nichts sagen, aber diese Miliz muss halten, weil wir nichts anderes haben. Natürlich, sie muss die Zeit verschaffen, die Spezialisten so wie wir benötigen, um die Gefahren zu neutralisieren, die großen Gefahren. Und sind wir ehrlich, die Miliz in einer offenen Feldschlacht wird abgeschlachtet. Hier die, in der Stadt wird auch in der Stadt abgeschlachtet. Nun, sie hat hier ein bisschen Vorteil, weil die Stadt, die Kampfesbreite ist nicht so breit. Die Straßen sind begrenzt von ihrem Platz. Also glaubt ihr, es dauert länger, bis die Stadtmauern benutzen können? Ich denke schon, dass das ein Vorteil sein wird, in der Stadt zu kämpfen, gerade für die Leute. In der Stadt, ja, natürlich, natürlich. Sie kennen die Stadt, die wir Westentasche hier Viertel. Wer sagt denn etwas anderes? Ihr habt natürlich absolut recht. Und wir können auch nur in der Stadt kämpfen. Ich meine, wo sollen wir sonst kämpfen? Ja, aber unter dem Aspekt, den ihr jetzt gerade nennt, ist eine Evakuierung wirklich kontraproduktiv. Also es ist einfach gegensätzlich. Reden wir jetzt von der gleichen Sache, also Kinder in Tempel bringen? Wir reden davon, dass ja jetzt hier die Miliz nur wenig Kampfkraft bringt und nur den Spezialisten Zeit erkauft. Und unter diesem Gesichtspunkt ist eine Evakuierung von egal wem kontraproduktiv. Nur um das mal rein gesagt, militärisch betrachtet. Er hat nicht Unrecht. Theoretisch muss nämlich auch jeder Untote oder was auch immer sich durch eine Tür prügeln. Vielleicht natürlich eine zweite, um ein Kind, einen Alten oder einen Kranken zu töten. Das erkauft Zeit. Militärisch gesehen. Ihr vergesst aber sehr, sehr stark die Moral unserer eigenen Truppen, wenn sie sehen, dass nun Zivilisten, die wir zurückgelassen haben, ja, weil wir... Kieras, in dieser Stadt leben kommen. 1 Million Leute. Da werden 200.000, nicht 1 Million. 200.000. Nein, also bin ich falsch? Ich dachte, in Garad leben über 1 Million Leute. 200.000 sind ungefähr die du evakuieren willst. Nur, dass wir das kurz besprochen haben. Ich denke, das Beste ist, wird sein, jede Miliz verteidigt ihr Viertel. Was gibt ihr Motivation? Ihr habt ja recht, aber wir brauchen die Miliz nicht in Badeweg. Wir brauchen keine Miliz in Wallgraben. Ach, 200.000 insgesamt. Wir brauchen die Miliz im Schlossviertel. Nein, wir brauchen die innerhalb der Stadt, der Stadtmauern. Ja, richtig. Jedes Viertel innerhalb der Stadtmauern organisiert seine eigene Miliz und verteidigt sein eigenes Viertel. Sie wissen am besten, wo sie am besten eingesetzt werden können, wo die Schwachstellen sind, wo die Engpunkte sind in den Gassen. Das können diese Milizen wesentlich besser als wir von irgendeinem strategischen Sitz. Ja, da nicht ganz unrecht. Ja, aber was machen wir mit den Milizen in Städten, wo wir, also in Stadtbereichen, wo wir keine Kämpfe erwarten? Da brauchen wir auch keine Miliz. Ja, aber wenn wir... Wir müssen den Milizen vielleicht kommunizieren, dass sie primär für ihren eigenen Grund verantwortlich sind, aber dass sie trotzdem in Nachbargebiete abgerufen werden können. Und sobald wir wissen, von wo der Feind kommt, ziehen wir sie dorthin, wo wir sie brauchen. Das ist ja auch in ihrem eigenen Interesse zu verhindern, dass die Feinde in ihre eigenen Gebiete eindringen. Diese Straßen lassen sich sehr gut abschirmen und verteidigen. Wenn man Straßensperren einrichtet, ich bin mir nicht sicher, wie gut Untote über nun ja Hindernisse klettern können. Ich fürchte, sie sind nicht besonders geschickt darin. So kann man große Teile einfach sperren von bestimmten Gebieten. Das ist eine gute Idee. Straßensperren einrichtet. Und halt auf Abruf in Nachbargebiete zum Helfen. Genau, Löschtrupps organisiert. Also, ich bin dafür, wir setzen die Idee mit den Kindern um. Wir schauen, dass wir unsere Miliz organisiert bekommen. Und wenn wir dann noch Zeit haben, beginnen wir, Alte und Kranke zu evakuieren. In dieser Reihenfolge. Damit wäre ich einverstanden.
Und mit diesem Gedanken diskutiert er noch etwas beim Haus der Witwe Putz verlassen. Die Streitgespräche dauern noch bis in die Nacht hinein, bis ihr euch dann zurückzieht und ja, mit etwas Planung ja, in die Nacht verabschiedet. Vielleicht auch darauf hofft, dass Jalan am nächsten Tag ein paar weitere Gedankenimpulse mitbringt. Die Zeit rennt, eilt.